In diesem Video erkläre ich, wo Sie die Freenet-TV Guthabenkarte kaufen können und wie Sie diese aktivieren. Durch die Umstellung von DVB-T auf DVB-T 2 HD werden die meisten privaten Fernsehsender ausschließlich in HD-Qualität und damit verschlüsselt übertragen. Um diese künftig weiterhin über Antenne sehen zu können, benötigen Sie einen Freenet-TV-Vertrag, zum Beispiel hier über diese Freenet-TV Guthabenkarte. Alle Freenet-TV-fähigen Endgeräte, wie hier dieser externe DVB-T2 HD-Receiver oder dieses Freenet-TV-CI-Modul für Fernseher mit integriertem DVB-T2-Receiver, werden einmalig von Ihnen registriert. Danach ist es möglich, diese mit dieser Guthabenkarte aufzuladen oder auch einen Vertrag abzuschließen mit monatlicher Abbuchung. Am einfachsten natürlich, wenn Sie hier auf dieser Website ein Abo für Freenet-TV abschließen. Das wird dann einfach monatlich von Ihrem Konto abgebucht und Sie brauchen sich künftig um nichts mehr zu kümmern. Wenn Sie das nicht möchten, gibt es auch eine Jahresguthabenkarte für 69 Euro. Die sieht dann so aus und die gibt es im freien Fachhandel, im Elektronikhandel und in einigen ausgewählten Online-Shops. Unter dem Video haben wir einen Link zu Amazon. Da gibt es die Karte bei einigen Drittanbieterhändlern auch ohne Versandkosten bequem nach Hause zugeschickt. Wenn Sie die Guthabenkarte bereits vorliegen haben, hier auf der Rückseite ist ein kleines graues Feld. Das ist ein Rubbelfeld, wie man es auch von Rubbellosen kennt. Das kann man also ganz bequem mit einem scharfen Gegenstand oder auch einer Münze zum Beispiel dann freirubbeln. Und hier unten finden Sie den Gutscheincode, den Sie dann Ihrem Freenet TV Kundenkonto zuordnen können. Wenn Sie den Guthabencode vorliegen haben, gehen Sie auf die Webseite freenet.tv und dann finden Sie hier auf der Startseite das Feld, Sie möchten eine Guthabenkarte aktivieren, geben dort Ihren Code ein, dann auf Jetzt aktivieren. Sie kommen dann in den nächsten Schritt der Registrierung. Sie müssen hier einmal noch Ihre E-Mail-Adresse eingeben, damit das Kundenkonto eröffnet werden kann. Und hier die Freenet TV ID. Ihrem Receiver, den Sie gekauft haben, der DVB-T2 HD fähig ist, lag eine solche Karte bei, wichtiges Dokument, wo im Inneren auch die Freenet TV ID genannt ist, sowie eine Freenet TV PIN. Diese Daten benötigen Sie jetzt hier, um sie einzutragen. Wenn die Karte nicht vorliegt, müsste auch in Ihrem Endgerät in dem Menü Informationen diese ID zu finden sein. Folgen Sie dann einfach den weiteren Schritten, die Ihnen hier genannt werden, nämlich das Gerät dann noch einzuschalten und die Bestätigung. Danach ist die Karte Ihrem Kundenkonto zugeordnet. Wenn Sie bereits ein Kundenkonto angelegt haben, loggen Sie sich oben rechts auf der freenet.tv Webseite ein unter Mein Konto. Da sehen Sie dann alle Endgeräte, die Sie registriert haben. In meinem Beispiel hier ein Freenet TV CI Modul mit der entsprechenden ID, die ich jetzt mal ausgeblendet habe. Und hier in dem Fall steht auch nicht aktiv. Das heißt, hier ist meine Freiphase bereits vorbei. Das heißt also, ich kann keine privaten Sender mehr sehen. Und hier unten kann ich dann den Guthabencode eingeben und einmal auf Aktivieren gehen. Und dann wird das Ganze für mein Gerät aktiviert. Ich muss dazu mein TV-Gerät einmal einschalten und dann den letzten Schritt der Aufladung der Guthabenkarte durchführen. Damit die Aktivierung erfolgen kann, ist es wichtig, dass das Gerät, also der DVB-T2 HD-Empfänger, eingeschaltet und ein privates TV-Programm ausgewählt ist. Die Aktivierung dauert dann etwa 30 Minuten. In der Zeit sollte also dieser Privatsender eingeschaltet werden, damit das alles korrekt zugeordnet wird. Wenn die Aufladung funktioniert hat, wird Ihnen das im Kundenkonto nachträglich auch bei dem Gerät angezeigt. Ich habe jetzt hier mein anderes Gerät, ein Samsung Receiver. Da steht dann in dem Fall jetzt der Guthaben bis 15.08.2017 gültig. In dem Fall, wenn Sie die Jahresguthabenkarte aufgeladen haben, wäre natürlich die Guthabendauer dann ein Jahr. Sollten Sie keine E-Mail-Adresse haben, gibt es auch die Möglichkeit, die Guthabenkarte telefonisch zu aktivieren. Die passende Aktivierungshotline finden Sie auf der Rückseite dieser Freenet TV Guthabenkarte. Die Bestellung der Guthabenkarte, eines Abos oder weitere Informationen zu Freenet TV finden Sie hier auf unserer Webseite. Den Link finden Sie auch unter dem Video.